NSC World im Interview mit dem Vorstand des Netzwerks Apostolische Geschichte. Bei mir sind Matthias Ebele, Sebastian Müller-Bahr und Volker Wissen. Vielen Dank fürs Gespräch vorab. Wir sind auf dem IKT und ja, was macht ihr mit eurem Stand hier auf dem IKT? Matthias. Wir zeigen ein bisschen apostolische Geschichte. Wir wollen hier in 4 Ausstellungsräumen und ein bisschen drumherum zeigen, woher wir kommen, was apostolisch sein überhaupt ausmacht. Ja, was so den Lauf der Geschichte ausmacht, die wir alle zusammen erlebt haben. War es anstrengend, diesen Stand hier aufzubauen? Man sieht relativ viel Utensilien, mehr als auf vielen anderen Ständen. Sebastian. Ja, da hast du vollkommen recht. Also wir hatten über 100 Helfer, die in den letzten 2 Jahren an der Konzeption und der Ausarbeitung dieses Standes mit beteiligt waren. Und wir haben ja mehrere Tage jetzt im Vorhinein gearbeitet. Viele, viele Kilo Utensilien, Schriftstücke herangeschafft. Und das war schon eine Mordsarbeit. Ja. Viele der Sachen, die findet man regulär bei uns im Archiv Brockhagen. Das heißt, die stammen eigentlich von dort und sind von dort hierher geschafft worden. Aber es war schon eine große Aufgabe, ja. Hat es sich gelohnt, Volker? Definitiv. Also unser Besucherandrang ist doch gut, die Resonanz ist super. Ich finde es ganz toll, was man für Gespräche hier führt, wie interessiert die Geschwister sind. Und ich finde das schon eine richtig gute Sache. Erwartungen für heute Nachmittag oder den morgigen Tag? Was muss sich unbedingt noch erfüllen? Ich denke, unsere Erwartungen sind dadurch, dass wir hier sein können, doch schon weitgehend erfüllt worden. Wir freuen uns natürlich über jeden, der noch bei uns am Stand vorbeikommt, der sich ein bisschen informiert über unsere Geschichte. Morgen hoffen wir auf einen spannenden Gottesdienst. Was sieht man alles auf dem Stand? Wir stehen jetzt gerade an einer älteren Bibel. Wir sehen eine Kanzel. Wir sehen einige besondere Kleidungsstücke. Ja, also unsere Idee war eigentlich gewesen, wir wollten einen Erlebnisstand machen, mit dem man mit allen Sinnen erfahren kann, was Geschichte ist oder was unsere Geschichte ist. Wir haben also 4 Räume, wir sind jetzt in dem Raum der katholisch-apostolischen Gemeinden und übrigens, Oliver, das ist keine Bibel, das ist die Liturgie von damals und man kann ja tatsächlich mal erfahren, wie damals so ein Gottesdienst war. Man kann sich mal auch an die Bank heranknien und mal so spüren, was so ein 2-stündiger Gottesdienst bedeutet, wo dann nur 10 Minuten gepredigt wurde damals. Im zweiten Raum finden wir die Zeit um Niehaus und Krebs. Auch da sind viele interessante Exponate zu sehen, die man so noch nicht gesehen hat. Im dritten Raum dreht es sich um die Botschaft. Da zeigen wir zum Beispiel einen Film aus 1938, einer der ersten Videoaufnahmen über die Neuapostolische Kirche. Und im vierten Raum, da kann man sich mal typisch afrikanisch anziehen. Da geht es um die Mission, um die Welt, 70er, 80er Jahre. Und ganz toll, man kann sich seinen eigenen Abendmahlsausweis abstempeln. Das hört sich so an, als wenn man alleine auf eurem Stand 2-3 Tage locker verbringen könnte. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der hat es gar nicht geschafft, hier hinzukommen zum IKT. Welche Möglichkeiten hat er nach dem IKT, sich diese Informationen und diese Eindrücke zu verschaffen? Wir haben ja eine sehr starke Internetpräsenz mit einer normalen Website, aber auch alle Dokumente, die wir hier nur auszugsweise darstellen, gibt es dort zum kompletten Download. Wir haben das Archiv in Brockhagen, was besucht werden kann. Wir haben als Verein eine jährliche Tagung, wo man sich informieren kann über Fachbeiträge, Fachreferate. Und ich denke, gerade über die Internetseite ist es der erste und beste Zugang, denn wir machen auch bei Bedarf Gemeinde- oder Bezirksveranstaltungen, dass wir kommen oder auch Vorträge in Brockhagen, in Merseburg halten, wo man sich etwas lokaler, regionaler informieren kann. Und ich denke, da können wir ein bisschen noch dran arbeiten, aber da ist schon sehr viel passiert. Super, ganz herzlichen Dank für die vielen Antworten. Gerne. Und weiter viel Freude. Danke fürs Interview.